Eine Welt voller Möglichkeiten. Eine Welt voller Möglichkeiten, das klingt schön. Was halten Sie von der Verschmelzung von Film und Internet? Ja, das ist ein Prozess, egal wie man ihn vielleicht persönlich findet oder sich erst hineinfinden muss, der wird ganz sicherlich unaufhaltsam sein und ist ja auch schon in vollem Gange. Und ansonsten finde ich auch so kleine Internet-Shows oder so diese kleinen Smoothies, das finde ich schon sehr in Ordnung. Es wird selbstverständlich der Vertrieb von Filmen über das Internet zunehmen. Hier brauchen wir taugliche Vertriebssysteme. Ich schätze das als extrem spannend ein. Ich bin ja jetzt bei der Construction Film, der Firma von Veronika Ferres, und wir setzen uns da ausgiebig damit auseinander. Und ich denke, dass das ein großer Markt der Zukunft wird. Also ich denke an die junge Zielgruppe unter 30, die sind alle im Netz. Was entstehen für Chancen durch die Verschmelzung der Filmindustrie mit dem Internet? Wow, das ist eine komplizierte Frage am Morgen, nach einem Nachtdreh wohlgemerkt. Und jetzt hier, ich würde mal sagen, unendliche Chancen. Die Welt öffnet sich für uns. Ja? Also ich meine, letztendlich war das alles vorher territorial begrenzt. Das ist mittlerweile einfach nicht mehr so an sich. In der Theorie können wir die ganze Welt erreichen, von hier aus. Das heißt, man kann eigentlich direkt mit dem Publikum und den möglichen Arbeitnehmern kommunizieren. Ja. Heißt es, dass die Torhüter gestorben sind? Also George Lucas hat ja behauptet, die Torhüter der Filmindustrie sind tot, und das eröffnet neue Möglichkeiten. Ja, nur trotzdem, ich glaube, das Tor hat sich verschoben, und zwar direkt vor die Kinokasse, weil du kannst jetzt machen, was du willst, aber letztendlich kannst du es erstmal nur bei YouTube posten und da muss es dann jemand sehen, aber das heißt noch lange nicht, dass das Ding dann Release kriegt oder irgendwas. Selbst die Firmen, die sozusagen seit vielen Jahren Filme machen, in eine Shortage geraten sind, weil weniger produziert wird, als es in den letzten Jahren der Fall war. Und das Internetfernsehen sich ja in der Form auch erstmal etablieren muss. Na, Internet ist natürlich die große neue Möglichkeit. Ich glaube, da tun sich jetzt halt die ganzen Rechtefragen auf, wie man eben mit den Materialien umgeht, mit Musik, Filmen, Mitschnitten, Fotos. Ja. Jetzt ist ernst. Jetzt wird es ernst. Ja. Es wird wirklich ernst, weil die Frage ist auch die massive Verbreitungsmöglichkeiten im Internet. Wie wirkt sich das auf die Filmindustrie aus? Da wartet eine große Katastrophe auf uns, weil wir sind zwar froh, wenn viele Leute unsere Filme sehen, aber wenn sie nichts dafür bezahlen, dann raubt uns das jede Geschäftsgrundlage und jede Möglichkeit, unsere weiten Filme zu finanzieren. Die Welt entwickelt sich weiter und man muss halt gucken, dass alle, die Dinge kreativ machen, auch sozusagen dann auch weiterhin davon leben können. Was für Konsequenzen hat es für die Produzenten? Wir sind sozusagen laufender Entwicklung so ein bisschen hinterher und müssen halt zusehen, dass wir die Vergütungen für die Kreativen, aber auch für uns Produktionsunternehmen und für die Vertriebe einfordern. Und das ist immer doof, wenn man was hinterherläuft, vor allen Dingen, wenn das so schnell ist wie das Internet in seiner Entwicklung. Was da im Internet teilweise passiert, möchte ich nicht anders bezeichnen als Raub. Da wird Material ins Netz gestellt, das jemand anderem gehört. Man nannte das früher mal Hehlerei. So kann man eben mit Urhebern nicht umgehen, finde ich. Es muss der Zugang ermöglicht werden. Die Gefahr des Urheberrechtsverstoßes ist natürlich umso größer, wenn legal der Zugriff auf das Filmmaterial nicht möglich ist. Dann ist die Versuchung, es legal zu tun, größer, als wenn man gegen Zahlung einer entsprechenden Gebühr es legal tun kann. Würde ich mich ja wahnsinnig freuen, wenn diese gesamte Filmindustrie sich mal irgendwie einigen könnte und man ein Portal hätte, wo man irgendwie wirklich auch alle Filme sehen könnte. Wie schätzen Sie die Verschmelzung generell ein zwischen Filmindustrie und dem Internet? Ich glaube, wenn man einen Weg findet, der beide Interessen verbinden kann, dann wird das auch funktionieren. Was ich aber glaube, was sich auch herauskristallisieren wird, dass Film auch immer noch den großen Raum, sprich die große Leinwand, für sich beanspruchen wird. Und auf der anderen Seite wird es aber auch ganz neue, vielleicht auch schnellere, andere Erzählformen geben, die einfach durch das Internet auch belebt und gefordert werden. Es wird eine ganz, ganz spannende Zeit. Zeiten des Umbruchs, ja, kann man so sagen.